Na, da geht auch einer rein, oder? Ja, wieder einer dran. Und, ja, scheint auch wieder ordentlich Gewicht zu haben. Zumindest ein ganz gutes Gewicht. Schauen wir mal, was er kann. Ah, 800, 900, 900. Döbelalden, Döbel entspannt auf Grundangeln, mega gut. Rein mit den Döbels und raus mit den Ruten. Ich stehe hier schön am Wolchow mit drei Grundruten. Und ich suche halt am Wolchow immer mal wieder auch gezielt den Döbel, denn der ballert schon mal ganz gut rein. Wenn wir uns das hier anschauen, ich habe ein bisschen rumgetestet, natürlich auch verschiedenste Köder probiert. Und da sieht man, da geht natürlich ein bisschen mal so eine Zerte rein oder eben auch die Rotaugen. Und dann gibt es auf einmal Stellen, wo sich die kleinen Döbel schon mal zeigen. Und wenn man dann so eine Stelle hat, wo man sagt, okay, hier ballern schon mal auf kleinen Haken mit verschiedensten Ködern, ballern dann vermehrt mal die Döbel rein, dann doch einfach mal diese Stelle ausbauen. Heißt also, größere Haken, auf Set gehen wir natürlich gleich nochmal ein, größere Haken und eher noch ein bisschen interessante Köder für den ollen Döbel. So, und da habe ich auch schon ein bisschen rumprobiert. Döbel mögen super gerne die verschiedensten Insektenformen. Heißt also auch da testen und probieren. Und ich hatte zuletzt probiert, gucken wir mal kurz rein, Naturköder. Genau, also als erstes standardmäßig natürlich wird ein Mistwurm getestet. Borkenkäferlarve Caster wird getestet und Köcherfliegenlarve. Und wenn da schon mal Döbel mit reinballert, ist das immer ein ganz gutes Zeichen. Und was man dann natürlich machen kann, Grashüpfer testen, Maikäferlarve testen und Mistwurm testen. Und der olle Mistwurm, der macht es gerade. Der bringt es gerade, der bringt die Döbel. Oha. Ich hatte hier in der Nacht, stand ich hier, das haben wir ja gerade 9 Uhr morgens und in der Nacht hatte ich halt ein bisschen rumprobiert. Dann sind da Kaulbarsche eben auch reingegangen. Ein Kaulbarsch habe ich direkt rausgeschmissen, direkt zu Köder verarbeitet und direkt rausgeworfen. Auch da ist direkt der Döbel eingestiegen. Also theoretisch könnte man sogar hier auf zwei Ruten oder auch, sagen wir mal auf einer Rute Kaulbarsch angeln, schön kontinuierlich rausziehen und mit den beiden anderen Ruten die Kaulbarsche direkt verangeln. Ja, dann hat man gar keinen Ködereinsatz sozusagen. Ah doch, der Kaulbarsch muss ja auch was fressen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt vielleicht nicht so ganz effektiv, ne? Auf Kaulbarsch, die kann man dann eher entweder im Kaffeeauftrag abgeben oder was Wichtigeres oder Interessanteres damit angeln, vielleicht auf einen Aal oder sowas. Ja, im Großen und Ganzen bin ich halt schon echt zufrieden. Es ist auch ein schöner Aaland mit reingestiegen. Kann man auch ganz gut machen. Gewichtsklasse hier natürlich so in dem Kilo-Bereich bis 2 Kilo-Bereich ganz interessant. Die Frage ist, wie bekommt man noch etwas dickere? Ja, das passiert auch regelmäßig. Zack, dass die Schnur erstmal so ein bisschen wegzieht. Und dann ballert es rein. Genau, die Frage ist, wie kriegt man noch ein bisschen dickere Döbel? Ich habe hier geklippt und zwar bin ich hier auf 14 Meter. Schauen wir mal eben vom Spot. Also hier an der Stelle 14 Meter weit geklippt von der Tiefe sozusagen der Schnur, wie die runtergeht. Ich sollte hier in der Rinne sein. Ich hatte auch überlegt, ob ich hier vielleicht nochmal durchjigge. Vielleicht gehen ja auch die Zander nachts. Aber da stehe ich halt hier so schlecht. Da wäre hier die andere Seite halt interessanter. Wenn man sich hier drüben hinstellt und dann hier so quer reinwirft. Oder halt vom Boot aus. Ja, aber wie gesagt, wenn hier die Döbel gehen, auch das ist natürlich tipptopp. Gucken wir mal eben rein hier. Setup ist so aufgebaut. Recht simpel. 6er Haken zurzeit noch. Vielleicht gehe ich noch auf den 4er Haken hoch. Gucken wir mal. Vormittagsstunden waren bisher schon richtig gut, deutlich höhere Frequenz. Mal gucken, wie es jetzt gleich in der Mittagszeit geht. Hier ganz normal mit der Feeder-Route, man kann auch einfach mit dem Feeder-Set Start hier stehen. Ich bin ja hier mit kleinem 6,8 Kilo Vorfach dran.
wenn man hier ein bisschen feiner noch reingeht, Richtung 3 oder 4, vielleicht Fluorocarbon, kann man bestimmt auch verwenden. Aber wie gesagt, auch hier dieses Karpfen-Vorfachsmaterial kann man eben auch ganz gut verwenden, funktioniert auch. Ja, von den Ködern alles durchgetestet. Im Moment hänge ich hier halt, wie gesagt, mit einem 6er-Haken und Mistkäfer. Bin damit echt ganz zufrieden. Kann gerne so weitergehen. Und ja, keine Futtermische oder so. Wobei auch das wahrscheinlich drinne wäre, oder? Könnte man doch bestimmt machen, ne? Den Döbel so ein bisschen anlocken. Andererseits hat man eben auch immer die Gefahr, dass man dann die Chance hat auf ganz viele Rotaugen. Jetzt überlege ich gerade, lässt sich der Döbel überhaupt anlocken? Könnte doch eigentlich sein, ne? Wobei, wenn ich mir so die Infos anschaue, steht dann da ganz klar, Ernährung, der Döbel ist ein Raubfisch. Und wenn das so steht und wenn das im Game so eingestellt ist, dann sollte es eigentlich nicht so sein, denn Raubfische kann man nicht anfüttern. Jungstadien, Insekten, Muscheln und Co. Ja, hoppala, hoppala, hoppala. Ja, Jungstadion, Stadium, wie lange ist er jung, ne? Das ist mit Sicherheit jung gewesen, 400 Gramm. Aber 2 Kilo? Na, naja, es ist immerhin auch eine, er raubt dann vielleicht den Mistkäfer. Und kleine Fischis biete ich ihm ja gerade nicht mehr. Aber da war er übrigens auch nicht wesentlich größer, ne? Tja, gute Frage. Oh, was haben wir denn da? Winziges. Gute Frage. Weißt du was? Wir machen mal eine Rute hier schon mal direkt Umbau auf Viererhaken. Ich vermute, er lässt sich nicht mit Futter beeinflussen. Der Döbel müsste man am besten einfach mal testen. Ich bleib noch mal ein bisschen auf dem Mistkäfer. Zack, da ist schon der nächste. So. Jawohl, die wollen wir hier haben. Die wollen wir haben, die so ein bisschen in die Bremse auch gehen. Sehr gut. Den kescher ich dann auch. Schön im Wasser lassen. So, zack, komm ran hier, Alten. 1,4, siehst du, das schmeckt doch schon. Und ab nach da vorne. In ufernahen Bereichen gerne in Deckung von Totholz oder Gestrüpp und sowas. Ja, vielleicht teste ich es hier vorne auch nochmal. Ob hier auch ein paar Döbel reingehen. Vielleicht sind das ja hier nur so die Ausläufer von der Area. Einfach mal den ganzen Bereich hier abtesten. Also, im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Wir müssen natürlich gleich nochmal gucken, ob sich das auch hier kohlemäßig lohnt. Ich weiß, dass es sich eigentlich ganz gut lohnt, gerade die Döbel halt, ne, im Kilo-Plus-Bereich oder hier dieses mit 2 Kilo, das ist halt schon sensationell. Und wenn die Frequenz halt so ist, guck mal, da zuppelt es direkt weiter, kann man das ganz gut machen. Wo man halt ein bisschen aufpassen muss, gerade kleinere Döbel beißen schon mal und geben nicht wirklich so ein Signal ab, ne. Das heißt, immer wieder kontrollieren, ist da wirklich was dran oder nicht. Oder wie jetzt hier gerade, es zuppelt mal, es bimmelt, danach passiert nichts mehr. Es kann sein, dass schon einer dran ist. Im Moment gibt es da immer noch so einen kleinen Bug im Game. Das heißt, sobald ein Fisch beißt, hatte ich schon in verschiedensten Videos gesagt, flackert hier so die Schrift. Im Moment flackert hier nichts. Das könnt ihr einfach mal testen. Es ruckelt und zuppelt halt die Schrift so ein bisschen rum. Das ist auf jeden Fall der Hinweis, dass da einer dran ist. Ansonsten halt eben kurz aufheben, R drücken. Ist nichts dran, ist nichts dran, ist nichts dran. Und was ich halt auch immer wieder mache, ist kurz mal dran rumzuppeln. Einfach die Schnur straffen. So. Da geht es. Übrigens, in dem letzten Video zu den Q&As läuft ja im Hintergrund dieses Unterwasser-Video. Mit ganz vielen Aufnahmen, wie Fische quasi hinschwimmen. Und hoppala, Alter, kommt da erstmal rausgehüpft. Wie die Fische quasi zum Köder hinschwimmen. Und da sieht man auch immer ganz gut,
wie das Vorfach sozusagen, die Montage unten im Wasser liegt. Und wenn man da ein bisschen zieht, wie sich quasi vorne das Gekringel glatt zieht. Und das kann man eben auch machen. Das heißt, man hat einen dann einfach so ein bisschen eine gestrafft, die Montage, und zwar bis zum Köder hin. Ich weiß nicht, ob das nochmal einen großen Unterschied macht, aber es sieht so aus, als ob das besser funktioniert oder als ob die Fische dann eher beißen. Ganz interessant war da auch die Quappe zum Beispiel, die sehr, sehr viel mit dem Köder hin und her spielt. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Verhaltensformen der Fische, wie die dann anbeißen oder eben nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz, ich lasse das jetzt noch drin, genau, bevor jetzt die Abendstunden sind, gucken wir mal eben, was das Ganze im Kescher bringt. So, zack, direkt hin und wir sortieren, nee, wir machen einfach mal hier so die letzten, keine Ahnung, 20 Minuten. Joa, nehmen wir mal mit, 55 Silber. Wenn wir das hier nach Gewicht bzw. nach Preis sortieren, sehen wir genau, also Döbel, 2 Kilo, fast 10 Silber pro Ding, 8 Silber, 6 Silber und so weiter. Selbst die Kaulbarsche dann in der Nacht, wenn man halt nachts dann vielleicht umbaut auf Mistwurm oder so, schön den Kaulbarsch mit rausziehen. Aber auch hier 4-5 Silberbereich lohnt sich. Kann man sich entspannt hinstellen. Für die kurze Zeit passt das eigentlich ganz gut, bin ich ganz zufrieden damit. Und jetzt einfach noch schön ein bisschen optimieren auf etwas dickere Brocken. Wie gesagt, vielleicht nochmal mit dem Viererhaken testen. Ich renne auf jeden Fall zurück, teste das weiter, probiere weiter an der Stelle. Wenn das Ganze geholfen hat, den Kanal abonnieren, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Ansonsten sehen wir uns im Livestream, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Bis dahin, Petri.